Moin! Heute gibt es das Dessert zu unserem Ostermenü. Der erste Gang war der lauwarme Spargelsalat mit Knusperei und der zweite Gang das rosa gebratene Lammkarree mit Pistazien-Petersilienkruste. Falls ihr die beiden Videos noch nicht gesehen habt, keine Sorge, wir verlinken sie euch natürlich. Und jetzt geht es los mit der Kokos-Zitronentart. Wir fangen erstmal an, den Boden vorzubereiten. Dieser besteht nicht aus Mürbeteig, wie man das kennt, sondern einfach aus 4 Zutaten. Kokosraspeln, gemahlene Mandeln, Haferflocken und Datteln für die Süße und damit die Masse zusammenhält. Alternativ könnt ihr aber auch noch etwas Süßung wie zum Beispiel Agavendicksaft hinzufügen, wenn es euch nicht süß genug ist. Zuerst rösten wir die trockenen Zutaten etwas an, damit der Geschmack etwas besser rauskommt und intensiver wird. Dann geben wir alle Zutaten in unseren Mixer und mixen das ordentlich durch. Jetzt ist es ganz kaputt. Dann geben wir alle Zutaten in unseren Mixer und mixen das ordentlich durch. Da müsst ihr dann zwischendurch die Zutaten mal wieder runterschieben, damit sie auch ordentlich vermixt werden. Und gebt eurem Gerät auch mal etwas Pause zwischen den Durchgängen, damit es nicht überhitzt. Der Teig sollte jetzt schön bröckelig sein, sich aber gut formen lassen. Nun besprühen wir noch unsere 23 cm Tartform mit Hebeboden mit Backtrennspray, damit wir die Tart auch später schön herauslösen können. Und dann fangen wir an, den gesamten Teig zuerst auf dem Boden und dann auch am Rand zu verteilen. Um den Boden gleichmäßig dick zu bekommen, verwenden wir ein kleines Glas und rollen es über den Teig. Solange wir uns jetzt um die Füllung kümmern, kann der Boden schon mal in den Kühlschrank, um etwas fester zu werden. Für die Füllung reiben wir die Zesten der Zitronen ab. Achtet dabei auf Bioqualität und wascht die Zitronen dann nochmal gründlich heiß ab. Und natürlich verwenden wir nur das Gelbe der Schale. Das Weiße ist nämlich bitter. Und jetzt pressen wir die Zitronen noch aus und geben den Saft zu den Zesten in eine Schüssel. Nun mischen wir die Stärke und unser Erythrit zusammen. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Süßungsmittel nehmen, wie normalen Zucker oder braunen Zucker oder auch Kokosblütenzucker. Und wenn ihr die Tarte am Ende schön gelb haben wollt, dann mischt jetzt noch ein wenig Kurkuma unter. Nun kratzen wir eine Vanilleschote aus und geben die Vanille ebenfalls dazu. Und mischen jetzt alles mit einem Teil der Milch, damit das später keine Klümpchen gibt. Dann erhitzen wir die restliche Milch, geben gleich die Zitronenmischung und die ausgekratzten Vanilleschoten hinzu und lassen das Ganze unter Rühren aufkochen. Hier sieht es noch so aus, als wäre die Milch ausgeflockt durch die Säure der Zitronen. Letztendlich haben wir davon aber nichts mehr bemerkt. Ihr könnt natürlich die Kuhmilch auch durch eine vegane Alternative ersetzen. Dann ist die Tarte komplett vegan. Wenn die Milch dann kocht, geben wir unsere Stärkemischung hinzu und rühren kräftig, bis alles angedickt ist. Und dann können wir den Boden auch wieder aus dem Kühlschrank holen und die Masse einfüllen. Ja, und jetzt heißt es nur noch warten. Am besten lasst ihr die Tarte ein wenig bei Raumtemperatur abkühlen und stellt sie dann über Nacht in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag lässt sie sich dann perfekt lösen und ist bereit, um vernascht zu werden. Wir hoffen, dass euch das 3-Gänge-Ostermenü gefallen hat. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr Videowünsche? Dann schreibt uns gern einen Kommentar oder besucht uns auf Instagram auf einfachgeschmack. Bis zum nächsten Video. Chris und Marie.